Moin, moin, liebe Striggis. Lang ist's her, aber ich bin wieder da. Ich weiß nicht, ob erholt. Ich weiß es nicht. Es ist warm, es ist heiß, Leute. Es war, als wäre man nie weg gewesen. Aber ich weiß nicht, ob das noch klappt mit dem Aufnehmen. Mit dem YouTuben hier. Wir gucken mal, ob ich in Fahrt komme oder nicht, ne? Ich kann euch ja mal kurz erzählen, worum es heute geht. Ich habe mir auch einen schlauen Zettel gemacht. Wenn nicht, auch, guck mal, der liegt doch oben auf. Ich bin nämlich umgeräumt jetzt. Ich habe hier nicht mehr mein Hockertischchen vor mir. Ist alles neu hier. Ich habe auch hier versucht, eine andere Deko zu machen, aber die kommt nicht so gut rüber. Ich glaube, ich mache das wieder anders. So, Freunde, es geht heute um Finished Objects 2. Es geht um unsere Needles. Es geht um... Was kann ich euch noch sagen? Oh, ich bin ein bisschen so puste, ne? Es ist so warm. Und ich habe gerade die Kamera gesucht. Aber ich habe sie gefunden, wie ihr seht. Neue Färbungen habe ich. Ich sage euch, was ich als nächstes stricken möchte. Und vielleicht habt ihr ja Bock mitzumachen. Es gibt den Adventskalender. Heute lasse ich die Katze aus dem Sack. Und der Gewinner wird bekannt gegeben von der Challenge. Oh, so, Freunde, mir ist warm. Und ich habe ja auch noch einen schönen Pulli an. Oh. Erstmal... Ich hoffe, ihr seid gut durch die, ich glaube, 3 Wochen waren es jetzt, ne, gekommen. In der Facebook-Gruppe, da kamen schon Entzugserscheinungen auf. Ganz niedlich. Oh, Leute, ihr glaubt gar nicht, wie unmotiviert ich war. Und irgendwie wird das auch nicht besser. Jetzt, weil es ist so heiß, ne? Ey, du bist ja, also, nein. Also, mein Strickmojo war wirklich weg. Relativ. Und sogar mein Woll, also auch Wollmojo. Also es war nicht nur, dass ich nicht so strickfreudig war, obwohl ich habe gestrickt. Aber auch so Wolle, oh, das hat mich alles gar nicht gekickt. Ne? Ich bin gerade auf einem ganz anderen Trip. Weil wir haben nämlich im Urlaub den Flur oben gemalert. Och, Leute, wir haben weißen Teppich oben. Das war so cool. Ich habe beschlossen, so, wir malern jetzt den Flur oben. Jetzt ist die Zeit. Und dann eben auch mit neuem Teppich und so, weil wir sind damals eingezogen und das war was wir nicht gemacht haben. Wir hatten halt so die Zimmer, die wir bewohnen, sag ich jetzt mal, im Großen und Ganzen alle gemacht, aber den Flur hatten wir außen vor gelassen und der ist auch sehr klein. Aber dann habe ich immer gesagt, nee, Freunde, jetzt ist hier Schluss. Und dann sind wir losgegangen und haben auch beschlossen, okay, den machen wir weiß, weil der halt relativ klein ist und noch schön getäfelt. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, was für ein Teppich? Und dann waren wir eigentlich schon so, also auf hell. Und dann waren wir beim Teppichmann und auch irgendwie hat uns nicht so richtig gekickt, ne? Und dann hat sogar der Mann, glaube ich, war es, den Teppich gesehen. Schneeweiß. Also nicht Schnee... Ist der schneeweiß? Nee, also es ist nicht so kalt. Also es ist so ein... Ist ein schönes Weiß. Also nicht so ein Weiß-Weiß, ne? Und der Teppichmann immer... Ja, aber der ist weiß. Und wir, ja, voll cool, ne? Sogar der Mann... Ja, ich sag, ja, aber ja, nicht für den Flur. Ich sag, ja, oben, nicht unten, wo man mit Dreckschuhe reinkommt, ne? Und, ja, aber der ist weiß, immer mit seinem Weiß, ne? Ich sag, ja, wie ist denn das, ne? Lässt der sich denn gut pflegen? Der lässt sich super pflegen, also 1A, ne? Ich sag, ja, wo ist das Problem, ne? Der kam gar nicht drüber hinweg. Aber wir haben den schönen weißen Teppich. Oh, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Und das ist wirklich so ein ganz kleiner Flur und dann... Guck mal, ich bin noch gar nicht bei Finished Object, ne? Erste Kategorie, ich erzähle euch mal, was so passiert ist. Und der ist Wahnsinn, also der ist wirklich klein. Und dann habe ich aber gesagt, so, und jetzt kaufen wir noch so ein Tischchen. Und dann müssen wir dann noch irgendwie einen Stuhl. Und dann waren wir noch beim großen Schweden und hatten auch was in der engeren Wahl, was natürlich nicht da war. Irgendwie, da sind ja Ostwochen, ne? Da gibt ja nichts gerade. Sind wir wieder nach Hause und dann habe ich nämlich hier mein Höckerchen, was immer vor mir stand, hier vor meinem schönen Ohrensessel, habe ich da mal probeweise hingestellt. Passt wie eine 1, Freunde. Oh, und jetzt sitzen wir da immer, das ist voll, voll frequentiert, dieser Platz. Ich habe da schon mein, also ein Strickzeug stehen und dann ist halt so ein Coffee-Table haben wir da jetzt halt, ne, so mit Zeitung und so. Und ja, Freunde, jetzt, ne, vornehmen wir die Welt zugrunde. Also, aber von daher, hier ist es anders. Aber es ist ein bisschen beinfrei. Man kommt jetzt besser an die Strahler und so ran. Ne? Und dann habe ich gedacht, komm, mach sie auch mal anders. Du machst mal so deine gestrickten... Huch, ist da was runtergefallen? Warum ist das leer? Deine gestrickten Kostbarkeiten so. Aber das sind gar nicht alle, die ich gestrickt habe. Ist doch eine ganze Menge zusammengekommen in einem Jahr. Ne? Ich habe ja letztes Jahr erst angefangen, Klamotten zu stricken.
ja, Freunde, läuft. Und ja, aber irgendwie kommt das gar nicht so richtig gut rüber, finde ich, ne? Ne, das sieht irgendwie muschig aus. Warte mal, wenn ich den komischen... nee, das müsste, der Bildausschnitt müsste anders sein, ne? Also, es wird wieder abgeändert, aber heute müsst ihr so damit leben. So, Freunde. Wie gesagt, Mojo war weg. Das ging aber ganz vielen, so habe ich mitgekriegt. Und da muss man es einfach aushalten. Ich bin jetzt offen, wir machen das zu Hause schönen Trip. Wir sind eine Woche weg gewesen, unten am Rhein war auch alles toll. Und wir kommen zurück und dann schon die Autofahrt zurück, 9 Stunden. Oh, ich war schon so genervt nachher, ne? 9 Stunden oder über 9 Stunden, ich weiß es nicht. Also nachher gab es dann noch irgendwie kurzfristig eine Vollsperrung kurz vor Hamburg. Aber Gott sei Dank hat der Mann das noch mitgekriegt im Radio. Ich hatte schon völlig abgeschaltet, ich war schon so genervt. Und ja, oh, ich glaube, wir fahren hier mal lieber ab. Ich glaube, das ist die letzte Möglichkeit. Nicht so, ja, mach ruhig, mach, ist mir alles egal. Und da war die Erholung natürlich auch schon wieder dahin, ne? Ja, also, boah, nee, Freunde. Nee. Fix und Foxy. So, und dann haben wir gleich die erste Woche für, hier Schule. So, und falls ihr euch wundert, warum Montag kein Livestream war, ich habe keine Zeit, Freunde. Ich bin echt im Stress. Also, weil das Kind jetzt wurde noch festgestellt, wir müssen ganz schnell irgendwie gucken mit Zahnspange und mussten wir heute erstmal noch einen Zahn ziehen. Also Milchzahn, ne? Damit da der andere jetzt durchrutscht, damit wir da alles in Angriff nehmen können, alter Schwede. Das Kind ist was ganz Besonderes, so. Ich sag ja immer, ne? Gut, man weiß vorher nicht, was einen alles so ereilt, ne? Alles gut, aber wir haben immer noch Spaß dabei. Ganz witzig. So, Freunde, aber jetzt mal hier zum Finished Object, ne? Leute, mir wird warm. Ich glaube, ich muss das Ding gleich ausziehen. Es ist, wenn ihr ein bisschen Ahnung habt, und das habt ihr, es ist der Ranunculus. So, Freunde, und da gibt es viel zu erzählen. Ich glaube, er ist warm. Was heißt, ich glaube, er ist warm. Daran hört ihr schon. Ich habe den nicht angehabt und ich muss sagen, ich glaube, ich werde ihn auch nicht anziehen. Das hat verschiedene Gründe. Ich stehe mal auf. Also, so ist er. Er ist sogar ein bisschen boxy, Freunde. Ne? Man mag es ja nicht glauben. Ich wollte den eigentlich noch boxier haben, aber ich bin schon froh, dass der nicht so auf Hüfte sitzt. So, also hier das Muster und so. Alles toll, ne? Rum die Dumm. So, und die Ärmel habe ich so auf so gemacht, weil ich habe gedacht, ja, das ist gut. Es sind hier, ich habe heute mal das Ding auf dem Dings gewogen, auf Waage, 103 Gramm. Also man kommt mit einem Knäuel aus. Ich habe ja Suri Alpaka genommen, doppelfädig genommen, weil es halt eine wahnsinns Lauflänge hatte. Also im Endeffekt ist es Lesstärke und ich habe die größte Größe gestrickt. Super. Also man wäre auch mit 100 Gramm ausgekommen, da ich ja jetzt eh 2 Stränge gewickelt hatte und gestrickt habe, war es ja egal, habe ich nicht mitgekriegt, dass das Garn zu Ende wäre bei 100 Gramm. Ansonsten hätte man hier halt ein paar Reihen weniger am Ärmel gestrickt oder hätte den ganz kurz ärmlich gelassen oder wie auch immer. Also kommt man super, also Leute, Freunde, also das ist der Knaller. Ne? Und ich habe den, glaube ich, auch noch ein bisschen länger als in der Anleitung beschrieben gestrickt, obwohl er bei mir jetzt hier wirklich genau am Hosenbund, sage ich jetzt mal, aufhört. Ich habe hier Kleidchen an heute. Also das Ding, also wirklich, es ist toll. Hier oben, das Muster ist toll. Es hat sich super gestrickt. Die Anleitung ist toll, da gibt's nichts. Warum ziehe ich den nicht an? Wahrscheinlich. Zuallererst, als ich den dann fertig hatte, ich habe den noch vor dem Urlaub, also bevor wir losgefahren sind, habe ich den noch fertig gestrickt. Weil ich habe gedacht, boah, super, 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 super. Und dann habe ich ihn fertig gestrickt und ich denke, ja, angezogen, rumgelaufen und habe gedacht, oh nee, der Ausschnitt ist mir zu eng. Also, ich bin ja ein Schilddrüsenpatient und ich kann nicht meine Kette tragen. Das ist nicht, als wenn ich sterbe, aber es ist so, als wenn hier bleischwer was drauf liegt hier auf dem Bereich. Und ich denke immer, es muss weg. Und leider Gottes ist dieser Ausschnitt genau da, wo scheinbar dieser blöde Punkt ist, wo diese verpelzte Schilddrüse mir sagt, Alter, hier nicht. Ja, da habe ich schon gedacht, schöner Mist. Also ich habe euch ja schon erzählt gehabt, dass ich sowieso mit dem Ausschnitt, das heißt meine Probleme hatte, also ich habe ja den weiten Ausschnitt schon gemacht, obwohl aus der Kaki-Gruppe hat jemand zeitgleich den gestrickt und die hat sogar den engen Halsausschnitt genommen und hat keine Probleme. Also ihr enger Halsausschnitt sieht aus wie der. Mein weiter. Also, ja.
Also Problem. Problem Nummer 1. Und auch mit das Hauptproblem, aber noch andere Probleme. So. Und dann habe ich gesehen, wenn ihr hier genau hinguckt, ich habe mir hier schön ein Loch eingestrickt, ne? Ich habe gedacht, das verzieht sich, das fällt nicht so auf. Leute, es fällt auf. Also ich glaube, ich könnte es jetzt hier noch ein bisschen verschummeln, wenn ich mit dem, also das ein bisschen zunähe. Ne? Aber so, es fällt schon echt extrem auf. Wenn jetzt einer sagt, mach's doch nach hinten, geht auch nicht. Andere Baustellen. Ein Scheiß. Oh. Dann hier unten, wie ihr vielleicht sehen könnt, sieht das hier unruhig aus. Aber das ist noch gar nicht mal die Stelle. Also das ist, weiß ich nicht. Da habe ich die Masche wohl ein bisschen zu locker gestrickt. Also es ist nichts runtergefallen. Das runtergefallen ist hinten. Also es ist, aber hier ist eine Masche, die habe ich irgendwie zu locker, irgendwie keine Ahnung. Und das guckt mich total an. Boah, das guckt mich total an. Hinten, wie gesagt, waren wir, also beim, ich wollte anprobieren und gucken, wie lang der ist. Und ich hatte den, ich weiß gar nicht, wie lang mein Kabel war. Auf jeden Fall reichte es nicht. So, und dann habe ich das auf eine andere Nadel noch mit aufgezogen und ziehe das an. Und die Wolle ist halt so, also so weich, glatt, wie auch immer. Und die Nadel, ich habe ja mit einer 7er, 6er oder 7er Nadel gestrickt. Und ich glaube, ich hatte irgendwie eine 4er reingezogen. Also die war dann halt auch noch dünner. Und dann rauschte die raus. Das heißt, ich konnte schön Maschen aufnehmen. Und dann waren natürlich Maschen gefallen. Und dann musste ich das hochnehmen. Und irgendwie habe ich da Murks gemacht. Ich habe eine Reihe nicht gegriffen. Die habe ich irgendwie übersprungen. Und habe das natürlich erst gesehen, als das Ding fertig war, ne? Oder als ich dann da beim Abketten war, so. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wäscht sich irgendwie raus oder so. Nein, es wäscht sich nicht raus. Oh, geht gar nicht. Und der letzte Punkt ist, ich habe euch ja gesagt, als ich die Wolle gefärbt habe, da war ich so im Eifer, weil ich dachte, ja jetzt, dass ich vergessen habe, die zusätzlich zu sichern. Und dadurch war die, dadurch das Suri Alpaka, also es ist nicht so wie Mohair, aber es ist auch so ein bisschen fisseliger. Also das heißt, es verhakst sich auch so ein bisschen. Also wie gesagt, war das auch spannend, das auseinanderzukriegen. Und beim Wickeln war es auch spannend. Und dadurch, dass das so dünn war und ich ja mit meinem elektrischen, ne, hatte ich euch ja gesagt, dann war das auch ein, zweimal gerissen. Habe ich gedacht, ja, dann ist es halt so. Aber ich muss wirklich sagen, bei so einem dünnen Garn und dann auch noch, wenn man es mit einer großen Nadel strickt, dass man eben Luft hat, das verzeiht dir nichts. Also wie gesagt, hier selbst, wenn du mal hier diese Masche, die ich irgendwie zu locker gestrickt habe, einfach nur, also da ist nichts, ne? Das siehst du sofort. Bei einem dickeren Garn würde das überhaupt nicht auffallen. Da würdest du das irgendwann baden, so ein bisschen zuppeln und dann wäre gut. Dieses dünne Garn verzeiht dir nichts. Ja. Und ich bin grundsätzlich jemand, der entspannt ist so, wenn irgendwas auch falsch ist oder wenn man da irgendwie mal eine, was weiß ich, linke Masche statt eine rechte Masche irgendwo Muster hat oder so, da im Colorwork, ne, dass man da, da kann ich auch mit leben. Aber dieses Ding, was ja wirklich von dieser Schlichtheit eigentlich lebt, da muss die Schlichtheit auch perfekt sein und sie ist nicht perfekt. Und wie gesagt, durch dieses Gerissene, du siehst halt, wo du angesetzt hast, in Anführungsstrichen. So. Das ist so scheiße. Ich ärgere mich so. Also, wie gesagt, grundsätzlich, ich finde wirklich, dass es ist total toll. Und Leute, es strickt sich richtig, richtig super. Also das Teil an sich ist total toll. Und ich werde mir den auch nochmal stricken. Und da wirklich extremst aufpassen hier eben oben mit dem Hals und so. Also vielleicht würde ich sogar gleich mehr Maschen aufnehmen. Gleich mehr mal. Also das macht Frau Quickstrick, glaube ich, auch manchmal, ne? Dass die, oh, ich glaube, ich muss das gleich ausziehen, Freunde, mir ist so warm. Dass die das schon mit der ersten Zunahmereihe, also die Maschenanzahl der ersten Zunahmereihe damit anfängt. Das würde ich, glaube ich, beim nächsten Mal ausprobieren.
Ja. Ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht sagen, würde ich nochmal Sumi-Alpaka stricken. Also pur, ne? Also wirklich mit so einer dünnen Lauflänge. Das ist ja, wie gesagt, über 1000. Oh mein Gott, ich habe immer noch nicht auf diesen Zettel geguckt. 1400, glaube ich, hat das Lauflänge ein Garn, ne? Es ist toll, aber man muss wirklich wissen. Ja, also da siehst du alles. Also wenn du irgendwo ansetzen musst, wenn es dir reißt, wenn es vertüllt, das war dann ja auch noch. Dann das Knäuel an sich, wenn du dann abrollst, dann war manchmal aus dem Innenteil ein bisschen was hochgerutscht, dann hatte sich das vertüdelt. Und dann mit so einem dünnen Garn, ne? Oh, das war, was ich hier geflucht habe zwischendurch, ne? Ja, also ich würde definitiv anderes Garn nehmen. Obwohl so vom Luftig und vom Aussehen ist das super. Aber dann muss man wirklich ein ganz, ganz, ganz ebenes Strickbild haben. Und das ist hier irgendwie nicht und das nervt mich. Also das, ja, also finde ich nicht so gut. Ich habe den gebadet, einfach nur mal so in Wasser. Also auch nur ganz kurz und geguckt und eben auch um zu gucken, wie lang der ist. Weil ich hatte den ja schon länger gestrickt, war mir aber unsicher. Aber dadurch, dass ich dann nachher, dass mir diese blöden Kacknadeln rausgefallen sind, habe ich gedacht, nee, du probierst das jetzt nicht nochmal an, jetzt kettest du halt ab. Der hätte, also fürs Kleid und so ist es super. Ich glaube, sonst auch. Also ich hatte mir auch schon so einen Unterziehtop geholt. Also, ne, dass das so ein bisschen länger ist, dass man den Lagen noch hat. Ich glaube, von der Länge ist es gut. Aber so, vielleicht würde ich das nächste Mal noch ein Tickchen länger machen, weiß ich nicht. Aber so. Und ich würde noch mehr Positiv-Ease reinmachen. Also ich glaube, ich würde noch eine Zunahmerunde oder zwei machen, damit ich das mal richtig, richtig weit habe. Ich wollte mal so einen richtig weiten, der dann aber so ganz fällt. Ne? Ich meine, vom Fallen ist das der Hit, ne? Und wie gesagt, das ist nichts. Es sind 100 Gramm, Leute. Aber hier, guck mal, wenn ich weit, das ist, nee, das nervt mich. Aber ansonsten, die Anleitung perfekt. Also wenn ihr das machen wollt, strickt, also kann ich nur empfehlen, strickt den Ranunculus. Und Leute, ich muss den jetzt ausziehen. Jetzt habe ich genug über den Ranunculus geredet. Leute, das ist so warm. Also, Sumi Alpaka ist warm, Leute. Auch in Lesstärke. Oh. Ja, so sieht das nämlich aus. So, Freunde, das ist das erste Finished Object. Also wie gesagt, aber meine Quintessenz, wenn man mit so ganz, ganz dünner Wolle strickt und ganz feiner Wolle, das ist auch total kuschelig und Leute, das piekst auch nicht. Also alles supi, supi, supi. Aber wenn ihr, es wird ja dieses Sumi Alpaka wird ja auch in den Shop kommen, weil die Wolle ist toll. Also daran gibt es nichts. Aber da müsst ihr wirklich 1A aufpassen, dass ihr eben strickt oder ihr lasst es halt als Beilaufgarn mit langlaufen, wie Mohair. Ne? Das geht ja auch. So. Finished Object. Oh Gott. Ist doch hier auch so warm. Mir ist so warm. So, dann habe ich noch ein Finished Object. Boah, das hat mich auch Nerven gekostet. Passt auf, Leute. Ich habe neue Socken entworfen. Die sind nicht neu entworfen. Das Muster ist 0815 Muster. Ich habe halt nur auf die Fahrt gedacht, so, der Mann braucht Socken. Und ich hatte während des Urlaubs und so noch zu tun mit dem Adventskalender. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt aber. Ne? Und wir saßen in diesem Auto und es war so warm auf der Rückfahrt. Boah, ich hatte keinen Bock zu stricken. Dann habe ich irgendwann angefangen zu stricken. Und dann dieses, es war nicht mal Stau. Also wir sind immer gefahren. Aber Mandy hat immer später gesagt, dass wir ankommen. Die Kinder immer, wie lange? Noch 4,5 Stunden. Das hast du schon vor einer Stunde gesagt. Ja, pff, keine Ahnung. So, Freunde, ich habe Socken gestrickt für den Mann. Ich nenne sie A7. Das Muster heißt A7. Ich habe ihm Sneakersocken gestrickt. So, warte mal. Siehst du, ich habe gar nicht Dianas Sockenbrett. Guck mal, ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Also, hier mit Zunahmeferse und praktisch so ein Schachbrettmuster. Also nichts Dolles. Und ich habe hier den Srinil Bindoff. Nochmal ein Hoch auf Diana, Frau Heiter bis Wollig. Geile Maschenabkettmethode. So. Also hier, es ist praktisch sowas, könnt ihr das sehen, ist wieder ein bisschen hell und überblendet, ne? So ein bisschen Schachbrettgedöns, rechts, links. Im Wechsel zwischendurch mal ein paar glatte rein rechts. Und ich muss ja immer noch sagen, ich bin immer noch total begeistert von dieser Base. Ich hatte ja ursprünglich meine Sockenbase, was ich so als Socke nehme, hatte ich ja die pure BFL genommen. Und habe dann aber gedacht, nee, also ich hatte die dann ein paar Mal verstrickt und habe gedacht, nee, das ist es nicht.
das ist noch nicht der Wahrheit letzter Schluss. Und dann bin ich umgestiegen bei meinem Sockengarn. Wobei, ne, Sockengarn. Daraus habe ich ja auch den Shrug, hier den Dänemark Shrug und so gestrickt. Auf 80 BFL 20 Seide. Oh, die sind toll. Und ich finde wirklich, das habe ich euch ja schon auch bei den Dänemark Socken und beim Dänemark Shrug und so. Man fühlt sich wirklich wie umarmt. Das hat so eine... Und es ist warm, Leute. Kann ich euch mal sagen. Ich habe nur meinen Daumen drin. Da so ratzfatz warme Füße drin. Wenn du das so anders... Das ist wirklich so... Als wenn dich einer umarmt. Das hat so eine... So ein... Weiß ich nicht, wie ich das erklären soll. Das hat so eine Konsistenz. Oh, die sind voll gemütlich. Ich habe heute echt so meine Flodderhose an. Ne? Oh, Leute, wisst ihr auch warum? Eigentlich hatte ich was anderes an heute. Ich musste mich umziehen. Der Hamster hat mich angepinkelt. Wir haben nämlich... Ach, Neuigkeiten. Wir haben einen zweiten Hamster, Freunde. Sigi ist da. Das ist so geil. Wir wollen... Also, ne? Kind 2 hatte uns dann weich geklopft einen zweiten Hamster. Wir hatten ja noch einen Hamster-Kiwi. Okay, alles klar. Und dann, ja, und das war, oh Gott, wie oft wir da in diesen Laden, weil du kriegst ja nirgendwo Hamster, also wir mussten ja sonst wohin fahren für so einen blöden Hamster. Und dann, ja, war das die. Und dann meinte ich schon so, oh, voll die Diva. Oh, also die, ein bisschen aggro und hast ihn nicht gesehen und so. Und wir, nee, okay, gut, dann einen anderen, ne, so, ja. Aber der Hamsterzüchter hatte gerade keine Hamster und, ja, und Kind 2 wollte unbedingt einen Hamster. So, und wir, okay, gut, dann halt die. Und beim Verkauf, also nachdem wir dann das dritte Mal irgendwie da waren und dann endlich diesen Hamster mitgenommen haben, sagte dann die Verkäuferin, ja, also die weiß ganz genau, was sie will und ja, und die meckert dann auch und bla bla bla, ne, mhm, ja. Und dann packte die auch in diesen Karton da rein und so, ne, und sie, oh, die ist jetzt aber die ganze Zeit ruhig, ich sage, die weiß ja auch, wo sie hinkommt, ne, also. Und dann kommen wir nach Hause, dann packen wir diesen Hamster aus, ne. Alter Schwede, Freunde, wie so ein Aufziehauto. Kennt ihr das, wenn man so ein manuell aufziehbares Auto hat und wenn das dann losfährt, so dieses... So ging die ab. Alter Schwede, mit Mund aufgerissen, mit Ohr. So kam die raus aus diesem Karton, ne? Da habe ich gedacht, Scheiße, was haben wir getan, ne? Und dann war sie fertig. Und dann kam die auf die Hand. Von der ersten Minute an. Und die bleibt sitzen. Heidi, die hat ADHS, die muss immer, wenn du die auf der Hand hast, also das ist auch so ein Lemming, ne? So ein Kamikaze-Hamster, also die würde, wenn man nicht auf, also die würde immer runterspringen, die wäre schon tot. Aber sie ist voll entspannt und die meckert nicht, also außer wenn, also wenn sie sich wirklich, die buddelt sich wirklich ein, Heidi nicht. Heidi sagt, ich muss schnell ans Essen kommen. Buddelt nicht, aber Sigi buddelt wie weiß ich nicht, ne? Und wenn du dann und dann das Kind, ah Mensch, und Sigi, und dann puppelt sie hier und da, ne? Und wenn sie dann hat, ne? So, wo sie dann sitzt, ne? Boah, dann geht's ab, ne? Ja, aber dann ist auch wieder gut. Die ist überhaupt nicht aggro, die ist total süß, aber angepinkelt hat sie mich heute. Also musste ich mich umziehen. So, also hier, zweites Finished Objects. Also das waren wirklich Nervsocken, muss ich sagen. Obwohl, als ich nachher den zweiten Socken zu Hause gestrickt habe, schön auf der Terrasse, da war die Welt auch wieder in Ordnung, ne? Aber trotzdem, es sind die A7 Socken, ne? Die sind ein bisschen aggro behaftet. So, das sind die Finished Objects. Ja, also ich habe noch mehr Finished Objects, aber die kann ich euch halt nicht zeigen, weil es ist ja die Überraschung, ne? So. Also ich war schon fleißig. Also und das hat auch Spaß gemacht. Aber irgendwie war mein Mojo, weiß ich nicht, wo mein Mojo war. So, was habe ich on the needles? On the needles habe ich immer noch mein Faltentuch. Aber da ja nicht so wahnsinnig viel passiert, außer immer zunehmen und dann Falten stricken. Und ich auch nicht wirklich viel gestrickt habe da dran. Ja, was soll ich euch da zeigen, ne? Das zeige ich euch mal, wenn da wirklich was passiert ist und ihr wirklich erahnen könnt, wie es dann aussieht. Und dann habe ich gestern nochmal spontan was angefangen. Und zwar kam mein Mojo wieder zurück, mein Woll- und Strick-Mojo, als der Postmann geklingelt hatte. Weil als ich dann zu Hause war, ich hatte nämlich schon so ein bisschen Schnappatmung, weil kurz bevor ich losgefahren bin, erhielt ich dann über 8 Ecken irgendwie die Mitteilung, dass es schwierig wird, an Wolle zu kommen. Und, also ich hatte noch so, ne, so, aber ich hätte eben auch bestellen müssen mal wieder, so. Habe ich gedacht, ja super, ne? Ich denke, boah, ballerst du das jetzt noch raus oder du bist gar nicht da, wenn die Wolle kommt, bla bla bla. Naja. Und dann habe ich nämlich gleich bestellt, als ich wieder zu Hause war und alles gut.
Wir bleiben entspannt, Freunde, ne? Die Leute sind so unentspannt. Läuft doch alles. So. So, und dann habe ich nämlich gedacht, so, und du kaufst jetzt mal was Neues. Und ich glaube, bei Instagram hatte ich es schon gepostet. Und zwar habe ich für uns, also hier, ne, für unsere Strick mit Kick Gang hier, Zebrawolle gekauft. So sieht die aus. Guck mal, hier ist gerade so eine, also die ist so schwarz-weiß, läuft dann über ins Grau-Weiß. Könnt ihr das sehen? Jetzt ist es nicht scharf. Hier so ein bisschen ins Grau-Weiß und dann wird es weiß. So, habe ich gedacht, super, aber wäre ja auch mal interessant, wie das verstrickt aussieht. Und dann habe ich eine Maschenprobe gemacht. So. Habe gedacht, aber ist das jetzt aussagekräftig, wenn man da draußen irgendwie Pulli, wollte schon sagen Hose oder irgendwas stricken will? Nee. Dann habe ich gedacht, nee, du musst jetzt irgendwas Größeres stricken. So. Da ich aber jetzt nicht wusste, wie sich das verhält und ich schon Ideen habe für Strickjacken. Ich bin momentan voll auf dem Strickjackentrip. Ich habe nie Strickjacken angezogen, Freunde. Aber seitdem ich die erste Strickjacke gestrickt habe, die Jadeite von Ossa Trikusa. Ich bin Strickjacken-Fan. Und dann noch hier mein Pixel-Cardigan, Leute. Ich bin ja nicht mehr zu halten, ne? So. Ich habe den zweiten immer noch nicht angefangen. Das war jetzt auch ein bisschen warm, ne? Also da muss ich gar... Und ich musste den Adventskalender fertig kriegen. Also von daher, Leute, kommt noch. Aber, und ich habe auch, wie gesagt, Ideen noch für weitere Strickjacken, die ich mir stricken möchte. Aber zu dieser Wolle hatte ich keine Idee. Und ich habe gedacht, jetzt bloß eine Strickjacke zu stricken, um zu gucken, wie das aussieht. Und ja, habe ich gedacht, ne, machst du nicht. Außerdem muss das irgendwas Schnelles sein. Also habe ich was gemacht, was ich eigentlich nie mache. Ich habe eine Mütze angefangen. Ich weiß nicht, ich stricke keine Mützen. Warum? Ich setze nämlich keine auf. Obwohl das so schön schnell ist, ne? Also wenn ich immer sehe, hier Grocery Girls, hier Judy, Jody, wie auch immer, die strickt ja eine Mütze nach der anderen, ne? Aber sie hat auch schon mal einen Pulli gestrickt und so. Aber die ist mehr so die Mützenfee. So, dann habe ich gedacht, so, dann fange ich jetzt hier mal an. Ich bin mir nicht so sicher, ob die nicht ein bisschen klein wird. Aber die passt auf den Kopf. Bei den Kindern auch. So, und dann habe ich mal angefangen, ganz pups einfach zu stricken, damit ihr mal seht, wie das aussieht. Und es ist wirklich zebrarig. Also es ist nicht so Ringelringel. Seht ihr das? So kommt das raus. Das ist jetzt die pure ungefärbt und zwischendurch habe ich einfach Reste. Jetzt bin ich hier gerade bei der Flamingo-Party. Die habe ich hier gerade am Wickel. Da hatte ich ein angefangenes Knäuel. Das kommt rein. Das hier unten war mal aus meinem letzten Sockenclub, das Grün. Ja, also, und ich muss sagen, dadurch, dass das eben nicht nur schwarz ist, sondern auch so ins Grau geht, finde ich das echt gut. Ich finde das gut. Also ich könnte mir das schon... Ich glaube, bei so einem ganz einfachen Pulli, irgendwie bei so einem... Also was heißt einfach, ne? Aber irgendwie so ein Weekender oder irgendwie so, also der eigentlich völlig unaufgeregt ist, wo du einfach nur wegstrickst. Ich glaube, das kommt super. Und das habe ich jetzt on the needles. Und werde jetzt immer mal so zwischendurch dann so einen Socken... Nee, das ist hier, das ist Wolle Seide. Aber irgendeinen Rest, den ich habe, werde ich da jetzt reinbratzen. Farbkonzept habe ich nicht. Ich guck mal. Aber ich finde das so eigentlich schon ganz nett. Nett. Oh, ich habe noch ein Finished Object. Habe ich unten, zeige ich euch nächste Woche. Baby Born braucht ein Oberteil. Die hat keine Oberteile. Es ist ein bisschen bauchfrei geworden. Das war eigentlich nicht der Plan, aber naja, ist wie ist, ne? Ist ja auch warm. Also hat Baby Born so ein bisschen, die ist ein bisschen sexy unterwegs gerade. wie komme ich da drauf? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. So, auf jeden Fall, das, vielleicht habe ich die nächste Woche fertig. Dann kann ich euch das zeigen, wie das fertig aussieht. Ich finde das so ganz nett. Und ich glaube, ich finde die Wolle, also was heißt ich glaube? Ich finde die Wolle gut. Die Wolle ist geil, ne? Als ich die rausgeholt habe, da denke ich so, angefasst. Ich denke, uiuiui. Oh, mir ist so warm, Leute. Aber ich habe das Fenster auch zu, weil hier noch so viel Verkehr ist. Autoverkehr. Falls ihr irgendwas anderes denkt. So. Und dann denke ich, boah, da ist aber noch Lanolin drin. Ja, da ist definitiv noch Lanolin drin. Und es ist pure Wolle. Es ist auch Non-Superwash. Und es ist ein bisschen
es fässt sich robuster an. Also es ist kein super Softy-Softy-Garn. Also die BFL ist ja schon ein bisschen mit Struktur, aber so für Socken und so super und auch für den Shrug und so finde ich die toll oder Handschuhe oder wie auch immer, kannst du alles draus machen. Tuch im Verzweigt habe ich den drin, ja. In meinem, wo ich ja noch erst überlegt hatte, ob das nicht ein bisschen zu kratzig ist für den Hals, aber ist nicht. Und das ist noch ein bisschen, ich will nicht sagen gröber, aber gröber. Aber ich habe hier wirklich, also es kratzt nicht und auch am Arm und so. Aber vielleicht für die ganz Empfindlichen unter euch ist das vielleicht nicht das Richtige. Aber als ich das rausgeholt habe, das riecht so nach scharf, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Richtig, es ist also jetzt nicht unangenehm scharfig, aber halt scharf. Finde ich gut. Oh, ich liebe den Geruch. Ja, also scharfig. So. Also, und da habe ich euch nämlich auch gleich mal was gefärbt. Das kommt dann natürlich nochmal anders raus. Also hier ist das pure, also weiß und dann diese Schwarz-Grau-Mischung. Und ich habe jetzt gefärbt mit zwei Farben. Zwei beziehungsweise drei bei dem einen. Ich habe euch, warte mal, ich habe doch hier immer zwei reingemacht, weil man das dann, glaube ich, ein bisschen besser sehen kann. Ich muss jetzt mal buddeln. Hier. So. In einem, was ist das, Senfgelb oder so, oder Currygelb und einem Hellblau, so einen leichten Hellblau und dann sind eben auch noch weiße Stücke drin. So, huch, dann müsst ihr jetzt mal ein bisschen gucken und euch jetzt vorstellen, dass in diesem Weißanteil das ein bisschen bunt ist, dass da nicht nur eine Farbe ist. So. Aber sind die nicht toll? Oh. Ich glaube, das ist richtig. Das kommt richtig, richtig gut raus. Also ich habe das einmal in diesem Bleu und Curry-Senfgelb, wie auch immer. Und ich habe euch das nochmal gefärbt. Ich weiß nicht, war ein bisschen... Letztens war ein Kommentar unter meinem Video. Lila, der letzte Versuch. Hallo, konnte ich gar nichts mit anfangen. Hä? Habe ich gedacht, was soll das denn? Also weiß ich nicht. Habe ich nicht so verstanden. Da war ich vielleicht auch schon urlaubsreif. Aber ehrlich gesagt, habe ich es immer noch nicht verstanden. Egal, lila ist gut. So. Ich hätte euch den jetzt ja auch mal unaufgedreht zeigen können. Na, ich drehe jetzt gerade so schön. So. Und dann hier nochmal mit lila und einem frischen Grün und ein bisschen Bronze. Sprinkel, so ein bisschen Bronze noch mit dabei. So, die Farbe könnt ihr auch kriegen. Und dann natürlich noch das, hier ist es dann auch ein bisschen aufgeploppt, die Farbe. Da ist es ein bisschen, rotbrauner irgendwie geworden. Genau. Das ist die andere Farbe. Oh, daraus eine Strickjacke, ne? Weil, Freunde, ich habe euch ja schon mal irgendwie gesagt, ich wollte jetzt mal wirklich mal mehr gucken, Non-Superwash. Einfach, wie es sich verhält. Weil ich hatte euch ja gesagt, ich wiederhole mich, es tut mir leid, diese grüne, die ich meine Weihnachtsjacke, die ich gestrickt habe, wo ich gar nicht weiß, wo die ist. Das Kind hatte sich die irgendwie eingezogen. Wo ist die? Egal, die grüne. Die war so toll. Und dann habe ich die gewaschen und dann ist sie so zusammengeflappt. Ne? Das ist super wasch. Alles gut. Ich sage ja, für ein Oberteil und so finde ich super. Also, aber da, ich fand das gerade so schön, dass die so einen Stand hatte, diese Jacke. Dass die so, ne? Und, ich habe jetzt schon von einigen gehört, die eben sagen, dass Non-Superwash-Wolle halt einen anderen Stand hat, also mehr Stand hat als Superwash. Und darum bin ich jetzt mal so ein bisschen auf dem Trip. Ich habe das, also Non-Superwash. Ich muss jetzt glatt nochmal gucken, weil ich bin die ganze Zeit auch beim Färben und so. Der Meinung, ich weiß nicht, ich habe Fingering bestellt. Bin ich mir sehr sicher, aber das sieht, es sieht dicker aus. Aber ich glaube, das ist halt nur so fluffig, so puffig. Wisst ihr, wie ich meine? Also das ist so, wie die Kee aussieht, aber die, nicht die Kee ist. Das kann natürlich auch dran liegen, wie es gesponnen ist, ne? Woolenspun und irgendwas anderes Spun. Also je nachdem, dann ist es auch
Ist es fester oder lockerer? Das ist total faszinierend, ne? Ja, ich muss nochmal gucken. Aber im Shop schreibe ich euch ja rein, was für eine Lauflänge das hat. Also ich bin relativ zu 99,9% sicher, dass es 100 Gramm 400 Meter sind. Pure Wolle. Ich glaube, es ist 27,5 Mikron. Also ein bisschen gröber. Ne? Also das super, super, super feine ist 17,5, was ich hatte. Ja. 27,5 ist schon ein bisschen, aber es kratzt nicht, Leute. Es ist nur fester und also robuster, also aber nicht kratzig robust, sondern so ein Schutzschild robust. Wisst ihr, wie ich meine? Ein Mädchenschutzschild robust. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Kauft das mal, damit ihr wisst, was ich meine. So. Und weil wir bei Non-Superwash sind, ich habe noch mehr Non-Superwash. Hier, da hatte ich noch ein bisschen Lila übrig. Also es ist eigentlich mehr so ein Bärenton, finde ich. Und dann habe ich euch Non-Superwash 400 Meter auf 100 Gramm, ihr Lieben. Ja, Merino. Schön. Und das fässt sich so schön an. Also ihr habt hier, wie gesagt, so Bärentöne, die so ineinander laufen. Auch so ein bisschen Grauton. Huch, hier ist ein Fussel. Und ein bisschen Grün auch dazwischen, weil ich dachte, ansonsten wird das so zu Muschi-Bubu. Ne? Da habe ich noch gedacht, nee, ein bisschen heller muss noch rein. Ich versuche wieder, das so schön wie möglich reinzukriegen an Foto in den Shop, damit das wirklich so aussieht. Ich bin gespannt, weil ich habe ein neues Handy. Mal gucken. Also mit dem alten hat das immer ganz gut, eigentlich ganz gut geklappt. Also das waren so mal so ausnahmsweise, wo du es echt nicht so richtig gut eingefangen gekriegt hast. Muss ich mal gucken. Drück mir die Daumen, dass die Kamera, die soll ja super, super besser sein. Aber jetzt so bei den letzten Fotos habe ich gedacht, na, ob das die Farben wirklich so hinkriegt, ich weiß es nicht. Mal gucken. Liebes Universum. Ein Stoßgebet ans Universum. Ja, also das ist die. Und die habe ich euch nochmal in so einem, also unaufgeregt, ne? Das ist so ein ganz, 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 ganz leichtes Grau. Und dann habt ihr hier mit ein bisschen pinkig, ein bisschen blau und ein bisschen Limettengrün, würde ich es nennen. Und das ist so, ich kann euch das noch nicht zeigen. aber das ist nicht so doll gesprenkelt. Also das ist so ein leichter Sprenkel. Das ist nicht überall. Aber schön. Also, das ist auch im Shop. Und dann habe ich noch gefärbt Ferien. Ich fand, das sah so nach Leichtigkeit aus. Ein Lesgarn nochmal. Ich meine, der Sommer ist jetzt irgendwann vorbei, denke ich mal. Dann wollt ihr wieder Decay oder sowas haben. Aber ich habe euch nochmal hier so ein bisschen Les gefärbt. Auch, ich hatte ein bisschen Grün, Grünflash irgendwie, ne? So Grün, ein bisschen Rot, ein bisschen Orange, aber so ganz leicht nur, dunkelgrün. Ja, und ein bisschen hell noch dazwischen. Leichte Grausprenkel. Ja. Ja, 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 finde ich gut. Dann haben wir hier noch, guck mal, das ist 100% Merino, Superwash, Superwash, diesmal Superwash, grün mit so Kupferrot-Sprenkel, die ist im Shop und dann nochmal hier sowas, also mit ganz feinen Sprenkeln, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in der Kamera seht, das ist so wirklich wie Zimt und Zucker da drauf. Nee, das sieht man jetzt nicht so. Ein bisschen dunkler Rot, Pink, Beere, wie auch immer. Ne? Also das ist jetzt hier so ein bisschen beeriger. Das findet ihr auch im Shop. Fingering-Stärke sind das. Also 400 Meter auf 100 Gramm. Und dann habe ich nochmal so ein schönes Grün. Oh, das ist mein Kanzleigrün. So war mein Kanzleilogo so in dem Grün. Aber die Zeiten sind vorbei. Gott sei Dank. Oh, ich bin jeden Tag immer noch so froh, dass ich das nicht mehr habe. Und ich hoffe auch, ich muss das nie mehr im Leben machen. Ich möchte irgendwann, ich möchte jetzt nicht sagen, von meinen Färbetöpfen zusammenbrechen. Und das darf auch noch ein bisschen hin sein, ne? Und ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal schon gezeigt habe. Ich habe so ein kleines Fading-Set in englische Rose.
falsche Hose zusammengestellt. Ich meine, ich hatte das im letzten Video, aber ich habe es noch nicht im Shop drin. Also ich halte euch das nochmal in die Kamera. Es ist die falsche Hose, aber zum Fäden. Also hier seht ihr, es ist ein bisschen heller. Hier ist es ganz dunkel und dazwischen drin gibt es zwischendrin Farben von der falschen Hose. Also, ne, wo eben nicht so viel Braunanteil ist und also so. Das kann sich ein bisschen verzwirbeln. So, habe ich euch nochmal, stelle ich euch in den Shop. Habe ich irgendwie vergessen. Oder habe ich es irgendwie nicht, habe ich euch das noch nicht gezeigt? Ich habe keine Ahnung. Aber ich will euch das nicht vorenthalten, weil ich es richtig gut finde. Oh, ich mag die englische Rose und auch die falsche Rose. Die englische Rose und die falsche Rose unterscheiden sich eigentlich nur durch einen Ton, weil das eine Mal hatte ich mich vergriffen im braunen Ton und das wird dann ein bisschen lila-lastiger. Und da habe ich gedacht, das ist die falsche Rose. Ich mag die so gerne, aber ich habe die noch gar nicht verstrickt. Ich glaube, ich muss die mal verstricken. Ja, irgendwann auf meine To-Do-Liste. Meine To-Do-Liste, Freunde, ist so lang. Der Tag ist zu kurz und das ist zu warm. Ja. Also, das ist das. Also, das ist so das neue Gefärbte. Wie gesagt, die neuen Wollbases, das Zebra und das Non-Superwash 400 Meter auf 100 Gramm Garn. Finde ich gut. Und es ist wirklich, oh, es ist oh, schön. Das ist, hat so eine ganz schöne, so, oh. Es ist so ein High-Twist, ne? Also, wie ihr seht, es ist so, so perlig. Könnt ihr das sehen? Ja. Könnt ihr sehen, ne? Ja, 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 ja. So, das ist das. So. Was jetzt? Ach so, was Neues auf den Nadeln. Ich habe noch was auf den Nadeln, das kann ich euch noch nicht zeigen, weil das noch ein anderes Projekt ist. Da muss ich aber noch ein bisschen dran arbeiten, dass das so, also nicht nur an dem Strickstück, sondern auch an dem Gesamtkonzept, da muss ich noch ein bisschen networken. Immer nicht so meine Stärke, ne? Oh, ich sitze lieber so, strick vor mich hin. Finde ich gut, ich muss nur zur Post. Meine Post macht zu. Oh Leute, ich weiß noch gar nicht, wie ich das mache. Kundenumfrage. Ich verschicke ja mit der DHL. Also Post, keine Ahnung, so. Weil die einfach schnell sind. Ich finde, Hermes dauert mitunter lange. So, ich glaube, das Highlight war mal irgendwie, dass ein Päckchen zu mir über eine Woche gebraucht hat. Finde ich immer ein bisschen grenzwertig, zumal ihr mir das Geld schon schickt. Und das Geld schon weg ist. Und wenn man dann die Ware nicht kriegt, ist das immer so ein bisschen natürlich schnell, dass man dem Färber die Schuld oder dem Versender, ja, ich habe irgendwie Fussel, Leute, dem Versender die Schuld gibt, ne? So, will ich nicht. Also, weil ich bin eigentlich wirklich so, dass es gleich rausgeht. Also, spätestens am nächsten Tag, also ne, wenn das Geld da ist, meine Güte, was ist denn das? Das nervt. So, meine Post macht zu. Das Problem ist, die nächste Post ist in der Stadt. Das Problem ist Parkplatz. Und wenn ich da so an guten Versandtagen, wenn ich da wirklich mit meinen Kisten, Kästen, Säcken unterwegs bin, und jetzt auch noch in Corona-Zeiten, wo die dann alle schlangenweise draußen stehen, und ich da mit meinen Kisten, Säcken, Säcken und nicht mehr tragen kann, als ich tragen kann. Ich kann da aber auch nicht einfach so in zweiter Reihe parken, weil es ist eine Einbahnstraße. Also dann funktioniert da gar nichts mehr. Wenn ich, es gibt noch eine andere Möglichkeit, zu einer Post zu fahren, aber die haben keine Ahnung. Boah, die gehen mir auf den Kranz und die wollen immer mehr Geld haben, als es ist. Also die haben überhaupt keine Ahnung. Das ist halt in so einem Supermarkt, wo die Flaschen auspackt, auch an die Poststation muss, ob sie nun will oder nicht, ne? Hermes wäre entspannter. Aber das dauert so lange, ne? Ach, ich weiß auch noch nicht, wie ich das mache. Oder man kann das ja auch abholen lassen, ne? Vom Postmann. Aber da musst du halt immer da sein. Das ist ja auch noch wieder die Sache, ne? Wenn du sagst, ne? Und dann haben sie mir, habe ich nämlich schon mal geguckt, da haben sie gesagt, ja, ja, zwischen 8 und 21 Uhr. Bitte? Ja, also Freunde, da muss ich noch irgendwie eine Lösung finden, weil wie gesagt, meine Poststelle mit meinen Supermädels macht zu. Schöner Scheiß. Ma. Gleich nach dem Urlaub. Zack, schon die erste Breitseite gekriegt. Die so, nein! Wir machen das von meinem Küchentisch aus. So ein Mist. So. So, wie komme ich denn da jetzt eigentlich drauf? Keine Ahnung. Auf jeden Fall neues Projekt. Wie komme ich denn da jetzt drauf? Komisch, ne?
Also, ich habe, ach so, genau, ich habe ja was auf ja, Networken, bla, ach, ist ja auch Wurst. So, auf jeden Fall, also das ist noch geheim, weil es ist ein anderes Projekt, so. Aber ich habe nur die, das Faltentuch und die Mütze auf der Nadel, aber die Mütze wird ja hoffentlich nächste Woche fertig sein und dann soll was Neues angeschlagen werden. Und ihr Lieben, ob ihr es glaubt oder nicht, der Herbst wird kommen. Und Rebecca und Susanne und ich, wir haben vor längerem schon mal irgendwie gesprochen, Rock, 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 Rock. Wir wollen Rock stricken. Und dann sind wir wieder mal davon abgekommen. Und irgendwer, ich weiß immer nicht, ob es Rebecca war oder Susanne, die hatten auch schon irgendwelche Rockgeschichten rausgesucht. Die sind aber noch nicht bei mir gelandet. Und ich habe jetzt irgendwie letztens so bei Pinterest so gesessen und hier gescrollt und hier geguckt und da geklickt und so. Und dann kam mein Rock, Freunde. Weil ich muss sagen, ich fand das zwischendurch mal ganz angenehm hier mit dem Ranunculus, dass du nicht nachdenken musst, ne? Du musst einfach nur stricken, was Frau Schmidt geschrieben hat. So, oder wie auch immer sie heißen. Und da habe ich gedacht, beim Rock ist das auch gut. So, und dann habe ich, das ist untergebuddelt, ich habe mir jetzt schon mal einen rausgesucht. Und das ist eben auch das, wo ich sage, vielleicht habt ihr ja Bock mitzumachen, dass wir einen Rockkahl machen. Ihr könnt Röcke stricken, wie ihr wollt. Ich zeige euch mal, welchen ich mir ausgesucht habe. Und zwar, oh, dieses Handy, ne? Ich muss erstmal mal gucken, Leute. Man ist ja keine 20 mehr. Ach so, falscher, oh, falscher Knopf. So. Das Kind dreht schon mal mit den Augen. So, ich habe mir, ich bin gespannt. Ich habe mir den rausgesucht. Ich meine, das hier voll unprofessionell, ne? Die ganzen anderen Podcaster, die hier oben blende ich euch das jetzt ein. Vielleicht mache ich das auch. Aber ich zeige euch das schon mal in die Kamera, falls es nicht klappt. Hier, ich nehme den. Ist der toll oder ist der toll? Wieso wackelt das jetzt so? Das war doch eben noch so schön. Wieso könnt ihr das denn jetzt nicht sehen? Da. Ist der cool? Ich finde den cool. Könnt ihr sehen? Und das, ach so, der ist dunkel geworden. Er ist dunkel geworden. So. Und wenn ihr das sehen könnt, das ist so ein cooles, helles Aquamarin-Steintürkis-Grau. Gut, ich muss mal gucken, ob ich den so kurz stricke. Obwohl meine Beine gehen eigentlich immer noch. Mit Strumpfhose. Eine schwarze Strumpfhose. Und ich kann mir das nämlich gut vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob das so doll auffällt. Aber ihr seht ja, es ist ein Lesmuster. Aber es ist ja nicht so lesig, dass es nuttig aussieht. Und ich kann mir das aber vielleicht ganz gut vorstellen, wenn dann da die schwarze Strumpfhose so durchguckt, ne? Ja, würde ich gut finden. Ich bin nur gerade am Übel. Naja, mal gucken. Aber ja. Weil das Muster so weit oben anfängt. Aber das kann man ja auch noch, guck mal, ich mache schon wieder parallel hier Gedankenkette, ne? Ob das zu früh anfängt, weil die Gute hat da ihren Pulli reingesteckt. Ja, Leute, das wird es bei mir nicht geben. ich weiß nicht, ob das in diesem Leben nochmal was wird, dass ich was reinstecken kann. Also in die Hose, in den Rock, keine Ahnung. Aber wenn dann hier so die schwarze Strumpfhose durchkommt, ich kann mir das echt gut vorstellen. Und ich glaube, das ist der Rock meiner Wahl. Ich habe so ein bisschen geguckt. Ich weiß, vor einer ganzen Weile hat auch eine Schulmutti irgendwie, das war so ein, ich glaube, der ist relativ bekannt, aber fragt mich doch bitte nicht nach dem Namen, der so diagonal irgendwie gestrickt wird, wisst ihr? Ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht einfach nur ein Rechteck ist, was dann zusammengenäht wird oder so, keine Ahnung, aber das wollte ich nicht. Falls euch interessiert, was es ist eine kostenlose Drops-Anleitung, also von, wie heißt das, Garnstudio, ne? Garnstudio.de. Und zwar ist es die 196-38, falls ihr den auch stricken wollt. Nur damit ihr nicht so lange suchen müsst. Also, ich kann euch den ja auch unten verlinken, ne? Ach, guck mal, Leute, ich bin so lange raus. Glaubt ihr gar nicht. Ich fange wieder bei Null an. Den finde ich gut. Und ich finde die Farbe so toll, ne? Und jetzt habe ich mal geguckt. Aber wenn ich das jetzt so sehe, es ist hier so ein bisschen grünstichiger. Ich glaube, das ist es noch nicht. Hier, sowas habe ich jetzt rausgesucht. Das ist allerdings die Kegan. Könnt ihr das sehen? Das ist mehr so ein, also auch so ein Pastellton, aber eher so ins mintig-grüne. Und das andere geht ja doch ein bisschen mehr ins blau-graue, ne? So ins, und es ist die Ke. Also, was ich geguckt habe, es müsste, das Ding ist, glaube ich, mit Fingering gestrickt, mit Fingering-Stärke. Und man braucht da für die größte Größe. Ich habe ja noch keine Maschenprobe und so gemacht, ne? Warum? Ich habe ja noch nicht angefangen. Ich mal gucken, ob ich eine mache. Vielleicht ist es nicht schlecht. Aber
250 Gramm für die größte Größe. Und das sind halt nur 200. Ich weiß noch nicht so genau. Ich meine, es ist die Das kommt ja auf die aber es kommt ja auf die Lauflänge an, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen zu wenig ist. Echt, das ist bestimmt zu wenig. Das reicht nicht. Also muss ich mir dann halt doch irgendwie eine andere Farbe suchen. Ich glaube, dann werde ich es auch mit Fingering stricken. Ich glaube, die Kay wäre mir dann... Das ist, glaube ich, zu grob. Obwohl Guido sagt ja immer, große Frauen brauchen... Also die können nicht so was Fizzeliges, Feines. Große, also ne, dicke Frauen brauchen dicke Ringe und dicke Ohrringe und dicke Ketten. Und hier nicht so einen kleinen, schmalen Ring. Aber ich finde hier, der Ranunculus sah ja jetzt nicht so blöd bei mir aus, auch wenn das so fein ist, ne? Ich glaube, ich werde das in Fingeringstärke stricken. Und das wird es hier nicht werden. Und dann versuche ich das ein bisschen mehr in dieses Steinblau-Grau zu kriegen. So der Plan. Ihr werdet sehen, was bei rauskommt. Zur Not stricke ich dann in Schwarz. Ja, also macht gerne mit. Wo machen wir denn das? Oh, das machen wir... Oh. Rebecca? Machen wir das bei Revelry? Revelry? Ich habe da schon wieder so lange nicht reingeguckt, Leute. Revelry. Oh. Ich sage euch was. Ich bin so froh, dass ich Rebecca und die anderen Mädels habe, die da den Laden am Laufen halten. Ne? So, und wenn ich so reingucke, es ist ja auch immer lustig. Und oh, das sind immer so coole Sachen, die ihr da strickt. Ne? Also es ist nicht so, dass ich das nicht sehe. Aber Leute, ich bin kommunikationstechnisch eine absolute Null. Also wenn wir uns treffen, ist alles gut. Ich sitze da nicht und bin stumm. Ich rede auch. Hier das Video, die denken immer, ich bin so eine Rampensau. Bin ich gar nicht. Also, bin ich gar nicht. Ich bin eigentlich auch eher so der Zuhörer und nicht so der Reder, ne? Aber ich bin nicht der Typ, der bei Instagram viel schreibt oder auch bei YouTube, wie ihr mitkriegt. Ich bin das einfach nicht. Ich bin das nicht. Das ist aber auch, weil bei mir viel im Kopf abgeht und dann ist es für mich abgehakt. Also es ist auch früher, wenn ich Schriftsätze und so geschrieben habe, dann habe ich geschrieben, und dann habe ich mir das durchgelesen und habe gedacht, ach Gott, die Hälfte ist wieder in deinem Kopf hängen geblieben. Ne? Also du hast so richtig schöne Kette gehabt, aber irgendwie waren auf dem Papier 50 Perlen fehlten. Ich denke, gibt ja gar keinen Sinn. Okay, alles klar. Und so, also, und darum antworte ich manchmal auch nicht, weil für mich alles klar ist, abgehakt das Thema, super. Also, wenn ihr keine Antworten von mir kriegt, macht euch keine Sorgen. Es ist nicht, dass ich euch doof finde oder so, sondern einfach für mich ist die Sache abgearbeitet. Es tut mir leid. Ich weiß nicht. Also, ich habe eine Freundin, oh, alter Schwede, die war schon mal bei Instagram, dann hat sie mal irgendwann aufgehört, ist jetzt wieder. Aber ich glaube, die ist nur da, um zu gucken. Früher hat die, ey, die hat Romane unter Beiträge geschrieben. Und wo ich mir gedacht habe, meine Güte, ne? Wie macht die das? Also die Zeit, Leute, die habe ich nicht. Das bin ich nicht. Tut mir leid. Ja, aber wie gesagt, wir machen das bei Revelry. Rebecca? Ich werde Rebecca nochmal anrufen. Rebecca ist gerade in der Schweiz. Rebecca hat das Aargauer Strickliesel getroffen. Juhu! Ja, ich weiß jetzt, dass das Aargauer Strickliesel mich auch guckt. Ja, wie schön. So. So geil, ne? Die macht das auch einfach immer alles. Na, wir werden uns jetzt mal wieder treffen. So, ich habe noch nicht geschafft, zum Kaki-Strick-Treffen zu fahren, weil immer irgendwas ist. Entweder waren wir im Urlaub oder waren irgendwelche anderen Katastrophen oder Zahnarzt oder wie auch immer. Ja, in den Ferien, wir mussten nur zu Ärzten. Hier zum Zahnarzt, zum Kieferorthopäden. Ja. Leute, ne? Dieses Leben. So. Also, macht gerne mit beim Rock-Karl. Ich werde mir jetzt was färben, vielleicht nächste Woche. Was habe ich denn noch unten eingelegt? Nee, Lace habe ich noch eingelegt. Nee, Lace ist ein bisschen, das ist ein bisschen too much, ne? Ich wollte gerade sagen, nehme ich das, aber nein. Ich muss was Einfarbiges nehmen. Was Einfarbiges. Aber ich glaube, ich werde das Garn hier nehmen. Das ist noch ein super Bosch-Gedöns. Ja, das mache ich. Und dann werde ich mal gucken, ob ich den Ton so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Also hier, der Ranunculus sollte ja eigentlich auch anders werden. Aber naja, gut. Ist wie ist, ne? Die Farbe finde ich angezogen gar nicht schlecht bei mir. Ich habe ja die Befürchtung gehabt, dass das zu nichtssagend ist. Es ist auch nichtssagend. Es ist so Leberwurstgrau. So ein bisschen, oder? Nee, Leberwurstgrau ist schlimmer. Aber ich finde, es geht. Sieht gut aus. So. Und jetzt, Freunde, Trommelwirbel. Es kommt jetzt der Adventskalender. Ja.
Ich habe aber nichts, um euch das in die Kamera zu zeigen, weil wäre ja doof, ne? Aber ich kann euch mal ein bisschen was zum Adventskalender sagen. Und zwar habe ich ja schon im letzten Jahr irgendwie euch schon gesagt, dass ich hier diese Mini-Adventskalender irgendwie, ich will nicht sagen doof finde. Ich glaube, da muss man nur noch die richtige Idee finden. Klar haben jetzt eben auch andere Färber oder so dann mittlerweile schon mitgekriegt, wäre vielleicht auch cool, irgendwie eine Anleitung dazu dann irgendwie rauszugeben und arbeiten mit Designern oder zusammen oder entwickeln da selbst was. Alles gut. Aber ich finde, bei diesen 24 Minis läuft es dann ja doch immer auf irgendwelche Streifenmuster raus. Seien wir mal ehrlich. Also klar könnte man auch irgendwie Colorwork-Geschichten machen oder so, aber habe ich noch nicht gesehen. Also es läuft darauf hinaus, dass du irgendwelche Streifen machst in unterschiedlichen Farben, dann mal mit dem Lesmuster, dann mal hier. Ja, gut. Alles gut, ist auch schön, aber wie gesagt, Minis, da muss noch irgendwas erfunden werden, wo noch keiner drauf gekommen ist. So. Darum hatte ich letztes Jahr auch keinen Mini-Adventskalender und irgendwie war ich irgendwie, keine Ahnung, Weihnachten kam zu schnell. Ihr hattet ja diesen Adventskalender, wo wirklich dann immer jede Woche dann ein Goodie für euch rauskam. Also wieder irgendwelche hier die Schlittschuh-Anleitung oder die Püppi-Anleitung. So was. So. Diesmal habe ich aber gedacht, nee, das machen wir anders. Ich hatte auch andere Sachen vor noch. Aber das habe ich über den Haufen geworfen. Das mache ich anders. Da reichte die Zeit nicht. Also da habe ich gemerkt, da muss ich mich zu sehr einarbeiten, dass das funktioniert. Also das wird dieses Weihnachten nichts. Aber Freunde, ich habe einen Adventskalender für euch fertig gepackt. Und zwar wird es wieder so laufen, keine Minis. Vielleicht ist ein Mini mit dabei, aber ne, so. Ihr bekommt 5 Päckchen. Wartet mal kurz. Doch, ne? Es sind Weihnachten fällt nicht auf dem. Oh, ich jetzt mit dem Handy, ne? Weihnachten fällt nicht auf den 24. Auf den 4. Advent meine ich, ne? Also Weihnachten fällt schon auf den 24. Das gleiche Leben. Nein. Genau. Also, ihr kriegt 5 Päckchen. 5 Päckchen, die ihr aber in einem Päckchen kriegt. Also, ihr kriegt jetzt nicht 5-mal Post, sondern ihr kriegt einmal Post. Und da habt ihr dann 5 Päckchen drin. Für jeden Adventssonntag ein und dann noch für Weihnachten ein. So. Und in diesen Päckchen sind enthalten, also 4 Projekte. Ihr bekommt praktisch 4 Strickkits. Das heißt, ihr bekommt die Wolle, ihr bekommt die Anleitung dafür. Ihr kriegt das auch, jetzt nicht, dass ich sage, so, pass auf, Freunde. Erstes Päckchen die Wolle, zweites Päckchen die Wolle, drittes die, viertes die und im 5. Päckchen sind dann die Anleitung für alle Sachen drin. Nee, ihr sollt ja auch schon Spaß haben in der Woche. Also sind in jedem Päckchen Wolle, Anleitung. Ihr braucht halt nur noch Stricknadeln. So. Und im 5. Päckchen gibt es ein Goodie. Ne? So. Und dann kann ich euch sagen, dass alles dabei ist. Ich glaube, das solltet ihr wissen, was das ist, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Oder soll ich euch das nicht sagen? Wollt ihr überrascht werden oder soll ich euch sagen, ob das eine schlimme Anleitung ist oder eine Atemschutzmaske? Schreibt mal unten rein. Wollt ihr Näheres wissen? Aber das ist ja auch doof, ne? Doch, schreibt mal unten rein, ob ihr das wollt. Ich packe diesen Adventskalender in den Shop. Oh, ich bin völlig unvorbereitet in dieser Geschichte, merke ich gerade. Ich packe die in den Shop, lasse es auch schwammig. Ich sag euch, wie viel Wolle da drin ist. Habe ich mir auf den Zettel geschrieben, habe ich jetzt nicht hier. Also es sind, warte mal, 250. 400, 500, 550, 600, ja, um die 600 Gramm. So, Wolle und dann die Anleitung und dann noch ein Goodie. Oder also ein Goodie-Päckchen. Vielleicht sind auch 2 Sachen oder 3 Sachen drin. Auf jeden Fall ist das nochmal so ein Weihnachtsgeschenk halt. So, und das schreibe ich euch rein. Wie viel Wolle, damit ihr wisst, okay, ich kriege ein Kilo Wolle, passt vom Preis. Und ihr kriegt die Anleitung. Wenn ihr Näheres wissen wollt, was es ist oder wie auch immer, ach, wie mache ich denn das? Ist das doof?
ich mache das erstmal so rein. Wenn jetzt hier die überwiegende Meinung sagt, nein, wir wollen wissen, ist es ein Schlipper, ist es ein, keine Ahnung, ist es ein Kaul, ist es, sind es Ohrenschützer, dann schreibt das rein. Wenn die Masse das will, dann mache ich es noch ein bisschen genauer. Also ich weiß, die Frau Pölle Nitti hat ja schon verkauft und das ist so ein Fading-Dingsbums, ja. So gut, da weißt du, okay, es ist ein Fade, der dabei rauskommt und dann, glaube ich, auch eine Anleitung mit dabei. Ne? Aber bei mir sind es eben einzelne Projekte, die von klein bis groß erreichen. So viel sei gesagt. Und es ist natürlich ein bisschen Brioche bei, aber nicht nur. So, Leute, also macht was draus. Das ist mein Adventskalender für euch. Ich hoffe, ihr findet das gut. Ich habe nämlich gerade das vor Augen, was ich im Urlaub gestrickt habe, am Rhein. Oh, ich mag das. Finde ich total schön. Ja, aber ich möchte euch nicht unter Druck setzen. Ich kann euch nur sagen, es ist schön. Also wie gesagt, dieses Jahr gibt es bei Strick mit Kick auch einen Adventskalender, einen Weihnachtskalender, einen wie auch immer ihr das nennen wollt. Ja, also könnt ihr gerne im Shop, ich verlinke euch das unten. So, und dann muss ich gucken, wo ist ja mein anderer schlauer Zettel? Wir kommen nämlich zum letzten Punkt. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir denn heute schon? Ne, hier ist er. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Oh. Und mein Hirn ist auch überhaupt nicht da, ne? Und ich glaube, da kommt aber auch so alles zusammen. Ich glaube, dass auch so dieser ganze Corona, ich darf ja das hier, glaube ich, gar nicht sagen, ne? Ich glaube, irgendwann, was heißt, kann man nicht mehr? Ich bin absolut niemand, der sagt, Was kursiert denn da alles? Bill Gates will uns nur irgendwelche Chips reinstecken. Oder der will die Menschheit ausrotten. Oder die Politik will, ach, keine Ahnung. Darum geht's nicht. Ich glaube einfach nur, wie gesagt, so dieser, die Kinder die ganze Zeit zu Hause. Das irgendwie alles bespaßen. Wenn du jetzt schon mitkriegst, die Lehrer, geht gar nicht. Ich könnte schon wieder im Strahl kotzen. Ganz ehrlich. Was ich da jetzt so mitkriege, also wenn das hier nochmal zum Lockdown oder irgendwas kommt, dass die Schule zugemacht werden muss, weil irgendein Lehrer irgendwas hat oder ein Kind irgendwas hat, ich kann euch sagen, das ist genauso wie vor einem halben Jahr. Die wissen nicht, was sie machen. Ich könnte, also was ich mitbekommen habe, auch Äußerungen von den Lehrern, ich habe gedacht, also ich war so sprachlos, weil ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber könnte ich, ne? Also wie gesagt, ich bin absolut nicht und ich setze auch meine Maske auf, stört mich nicht. Also es ist warm und es nervt, aber ich fühle mich da jetzt nicht in meiner Freiheit eingeschränkt. Leute, was ist mit den Leuten los, Leute? Denen geht's zu gut, die haben Langeweile, die sind unzufrieden mit sich und ihrem Leben. Sollten sie vielleicht ihr Leben mal in die Hand nehmen? Und nicht immer anderen die Schuld geben, dass irgendwas nicht funktioniert. Ich könnte Bücher drüber schreiben, ne? Ich könnte einen eigenen Kanal aufmachen. Einen politischen Kanal, ne? Also darum geht's nicht. Aber ich glaube einfach wirklich so diese Belastung. Also am Anfang überhaupt nicht zu wissen, wie doll ist die Welle, die hier ankommt, wenn du Italien, was weiß ich, was nicht gehört hast. Dann diese ganzen Hamsterkaufgeschichten. Dann Homeschooling, wo keiner wusste, wo vorne und hinten ist. Dann doch wieder in die Schule, dann nur einen Tag in die Schule, dann doch nicht in die Schule. Dann Zeugnisse, ja, mal gucken, was wir da raufschreiben. Ich glaube, wir nehmen das, was wir im ersten Halbjahr geschrieben haben. Dann eben noch die Ferien. Was bei uns immer so ein Ding war, wo wir gesagt haben, Ferien ist einfach nur abasseln. So, ne? Klar ist man auch mal weggefahren oder irgendwie so, aber nicht irgendwie weggeflogen oder so. Aber so abgeasselt hast du ja schon die anderen Monate, ne? So, dass du nicht, ne, hier noch Ballett und dann noch Schwimmen und bla bla bla. Du warst ja schon recht runtergefahren, so terminsmäßig, ne? Aber du hast immer so dieses, oh, weiß ich auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Immer auch so viele Ungewissheiten. Ne? Jetzt dann eben auch mit Wollfest, ja, nein, planst du so. Ihr kennt das alle. Und irgendwann, glaube ich, ist man einfach erschöpft. So, dass man sagt so, boah. Also, ich möchte nicht sagen, man kann nicht mehr und ist irgendwie in Depression. Ne? Aber einfach, dass man so, also dass man wirklich geschlaucht ist. Und dann kommen jetzt hier noch 40 Grad, ne? Im Schatten. Oh. Und man ist auch nie zufrieden, ne, Leute? Ja, so. Also, mein Hirn, verzeiht's mir. Aber wir kommen jetzt zum letzten Punkt. Gewinner von der Challenge. Ich hatte ja gesagt, bis 29.07. könnt ihr abstimmen oder eure Leute oder wie auch immer. Und dann habe ich erstmal ausgezählt. Ich muss sagen, es kamen noch ein paar Stimmen rein nach dem 29. Die habe ich nicht berücksichtigt, weil 29. ist 29. Und es war ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zweien. Und es war wirklich haarscharf. Aber gewonnen hat das pinke Schaf. Hier. Pinke Schaf. Hallihallo, hallo. Zweiter ist
Die Linkshänderin, nee, nicht die Linkshänderin, Entschuldigung, die Häkelhexe. Frau Linkshänderin leider nicht. Die Häkelhexe und die dritte ist Wattenstrick. So, und dann muss ich jetzt mal irgendwie die Gutscheine losschicken. Ich überlege gerade. E-Mail-Adressen. Habe ich die E-Mail-Adressen von allen? Schickt mir doch mal die E-Mail-Adressen, ihr drei. Ne? Und dann wickeln wir die ganze Geschichte ab. Also herzlichen Glückwunsch, ihr Lieben. Und schön, dass ihr mitgemacht habt, auch die anderen. Das waren richtig, richtig, richtig coole Sachen. Fand ich richtig gut. Irgendwann lasse ich mir mal wieder was einfallen. Mal gucken, wann es mich wieder irgendwie, wann es wieder mit mir durchgeht und mir irgendwas einfällt. Aber das hat richtig Spaß gemacht. Und vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt und auch, dass ihr abgestimmt habt. Haha, habt. Ne? Ja, so sieht's aus. So, ihr Lieben, dann habe ich jetzt die Verlosung auch gemacht. Mir ist so warm. Was ist heute Mittwoch? Mir ist schon immer, ich bin meiner Zeit schon immer so voraus. Ich denke schon immer, das ist schon wieder Ende der Woche. Aber boah, wir haben noch Schule vor uns. Ich habe keine Lust. So, gut. So viel dazu, ihr Lieben. Also, macht euch mal Gedanken, ob ihr mitmachen wollt beim Rockkahl. Der läuft jetzt erstmal. Wenn ihr eine Idee habt und so, ich habe da jetzt keinen Anfang und kein Ende. Wir machen mal eine Gruppe. Hier ein Thread bei Strick mit Kick Gravelry. Und dann geht's los. Ich muss erst noch Wolle finden, die ich nehme. Aber das Muster steht auf jeden Fall schon. Ich hoffe, das sieht auch aus. Ach, wird schon. Wird schon. Alles gut. So, und ansonsten bin ich gespannt, was ihr strickt. Packt das doch mal rein. Packt das mal rein. Also ihr könnt hier unten reinschreiben in den Kommentar, welches Muster ihr strickt. Ihr vielleicht gerade dabei seid zu stricken oder ihr stricken wollt und mitmachen wollt. Und ist auch egal, mit was für einer Wolle. Ihr müsst jetzt nicht mit Strick mit Kickwolle stricken. Oder, guck mal, ein Strick mit Kickrock könnt ihr gar nicht stricken, weil von mir noch gar keine Anleitung draußen ist. Also, Freunde, es ist alles ganz entspannt. Also, ihr könnt, was weiß ich, ihr könnt mit Aldi-Wolle stricken, ihr könnt mit hier, Frau, wie heißt sie denn? Lauri Eme oder wie die da heißt. Hier für 50 Euro einen Strang. Macht, was ihr wollt. Ne? Ihr könnt, macht, ach, nehmt doch, was ihr wollt, was ihr da habt. Oder habt ihr irgendwas aufgeribbelt, dann nehmt ihr was aufgeribbeltes. Und wenn ihr noch was von eurer Oma habt, dann nehmt ihr das von eurer Oma. Ist doch egal. soll ja Spaß machen. Also, ihr Lieben, da würde ich mich freuen, wenn da ein paar mitmachen. Rock, habe ich richtig Bock. Ach, guck mal, wie virtuos jetzt noch zum Ende, ne? Ist richtig poetisch. So, ja, da freue ich mich. Vielleicht, ja, geht's ja nächste Woche schon richtig los. Dass da schon richtig was los ist im Thread, ne? Und dann, ihr Lieben, war's das für heute. Ich muss jetzt erstmal duschen. Oh, ey, Leute, mir läuft das Wasser den Rücken runter, ey. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber egal. Oh, ja, und dann müssen wir irgendwie noch weiter aufräumen, weil, also nachdem wir 9 Stunden im Auto gefahren waren, ihr seht, ich komme wieder nicht zum Schluss, ne? Ich kann mich immer so schwer von euch trennen. Da wollte eine Freundin noch, wir haben hier so eine Kleiderständer, dann wollte sie sich ausleihen, weil die haben einen neuen Kleiderschrank gekriegt, bla bla bla. So, stand in der Garage bei uns. Ich sag zu Mann, du hier, ne? Ja, sagt er, da muss ich jetzt mal hinkommen, ne? Oh, wir haben da aber auch so viel drin stehen. Was haben wir am Sonntag gemacht? Also, ne? Nachdem wir am Samstag irgendwann abends nach Hause kamen, haben wir jetzt mal die Garage aufgeräumt. Die Leute hier, die gehen jetzt immer öfter hier bei uns lang, weil wir stellen einfach mal raus, hier zu verschenken. Und dann siehst du schon immer, dann schleichen sie immer hier, ne? Ist wieder was Neues in der Kiste. Weil wir sind jetzt echt dabei, weil ich sage, so geht das nicht mehr. Wir müssen jetzt hier mal ausräumen. Oh, so viele Kinderklamotten und so, ne? Also, ja, mein Gott, du brauchst dich nicht auf den Flohmarkt stellen, kriegst nichts für und so. Ja, komm. Alles gut, ne? Sind wir die guten Menschen. Und ja, und so sieht es aber bei uns jetzt auch aus, ne? Irgendwie aus 1000 Ecken haben wir irgendwas rausgekramt und, oh. Und dann meine WG hier, ne? Also, wir sind ja sowieso so ein bisschen chaotisch veranlagt, ne? Es ist ein Spaß gerade. Wenn jetzt einer vorbeikommt, Zeit für ein Cover habe ich immer, ne? Oh Mann, Leute, irgendwann habe ich es auch mal schön. Hoffe ich. Also unser Flur hier oben ist super. Seitdem wir den gemacht haben, boah, da stand immer alles mögliche drauf. Irgendwelche Barbie-Kartons und dies und das, ne? Und dann irgendwie so einen komischen Kalender von 1820, der da schon irgendwie seit 5 Jahren hing. Und
Und das ist jetzt alles... Oh, der sieht so toll aus. Der ist so toll. Noch mit Lämpchen und so. Oh, Leute, also das ist wirklich ein Ding. Das ist wirklich Wellness auf 2 Quadratmeter. Keine Ahnung. Oh, müsst ihr unbedingt machen. Macht das mal. Fangt an einer kleinen Ecke an. Die dann... Also irgendwie so. Irgendwie so. Also der Flur und der Mann immer, du willst doch da jetzt neben so einen Tisch stellen. Ich sage, natürlich, da kommt der Tisch hin. Ey, der Flur ist klein. Wie soll denn das Kind in ihr Zimmer kommen? Ich sage, da kommt der Tisch hin. Und da kommt auch noch ein Stuhl hin. Und jetzt so? Boah, hätte ich ja nie gedacht, dass das da alles so hinpasst und dass das so toll ist. Ja, 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 hör auf die anderen. Ich hätte ja auch voll Bock, Leute. Oh, so ein Haus, ne? So ein altes Haus und dann aufbauen. Aber Leute, die Preise sind ja gerade... Da kriegst du ja nicht mal eine Ruine für ein Appel und ein Ei, ne? Ich überlege, ob ich diese Postcode-Lotterie mitspiele. In der Hoffnung, dass nicht so viele mitspielen und ich dann gewinne. Ja, das ist mein Plan. Ich glaube, ich mache das mal. Ich mache immer keine Gewinnspiele mit, weil ich immer sage, ach, die wollen nur deine Daten haben und so, ne? Und der Mann, der macht immer mit, der macht auch Umfragen mit, ne? Telefonumfragen, wo ich immer schon bin, ja, schönen guten Tag, na, kein Interesse, zack, und dann lege ich auf. Und dann bin ich wirklich, da bin ich, bin ein höflicher Mensch, aber bei sowas, nein. Also ich sag freundlich, nein, danke, aber so, der Mann nicht. Und der macht immer mit, und der gewinnt sogar, ne? Eine Grillparty hat er gewonnen. Und ein Grill, was war das? Also so Sachen, Fleisch und alles für zu Hause. Hat er dann mit den Jungs, mit dem Table, hat er dann, haben die hier Home-Meeting gehabt, hier mit Grillen und so. Und dann war der nochmal, wo der gewinnt schon, ne? Da habe ich gedacht, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Vielleicht sollte ich einfach mal mein Glück herausfordern, Freundin. Ja, das werde ich machen. Ich werde euch mal nächste Woche sagen, was kostet. Hat das schon mal einer gemacht? Postcode-Lotterie? Ich glaube, ich mache das mal. Wir hatten schon mal hier so Aktionen sorglos, bla bla, Lose verschenkt zu Weihnachten. Da hat keiner was gekriegt. Aber vielleicht muss ich einfach mal die Postcode-Lotterie mitspielen. Bei Kai Pflaume. Ja, Leute, ich werde euch dieses... Wenn ihr mich nächste Woche nicht seht, dann hat es geklappt. Dann habe ich die Million. Ja, aber ich würde trotzdem weitermachen. Was nützt mir die Million, ne? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ich kann mich ja nicht auf das Geld setzen. Ich muss ja irgendwas machen. Also ihr seht mich nächste Woche wieder, wenn ich nicht erschwitzt bin. So, ihr Lieben, so jetzt muss ich mich aber wirklich mal trennen. Ich muss Abendbrot machen. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Es ging einigermaßen. Ich dachte, es ist holpriger. Wenn ich auch, glaube ich, noch nicht so in meiner Höchstform bin, weil ich einfach noch nicht richtig wieder da bin. So heiß ist halt Matsche, ne? So. Ich wünsche euch trotzdem eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Ihr seht mich ja erst am Freitag. Dann habt ihr Wochenende. Hoffe ich, die meisten von euch. Ich hoffe, es ist nicht so heiß, dass ihr stricken könnt, dass es nicht klebt. Also im Auto, ich konnte nicht stricken. Ich muss dann aufhören, ne? Das war boah, so backsig. Und was wünsche ich euch noch? Natürlich, dass ihr gesund bleibt und dass ihr die Sonne im Herzen behaltet. Ne? Ihr Lieben, so. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.